Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2 auf der ProMod 2.0 Map. Wir waren die letzte Folge nach Leipzig gefahren. Heute geht es von Leipzig nach Stockholm. Und ja, 1087 Kilometer erwarten uns. Es sind natürlich 980. Der komplette Fahrweg in der Seeweg beträgt dann nur knappe 100, 150 circa Kilometer, die wir da nutzen müssen. Also wir fahren jetzt Richtung Rostock und dann geht es von dort rüber mit der Fähre. Können wir mal gucken, also bei Rostock nach Trelleborg und von da an geht es nach Stockholm über Malmö, Linköping und Jönköping, genauso über Berlin oder beziehungsweise nicht durch Berlin direkt, sondern an der Autobahn vorbei. Und ja, dann geht es, wie gesagt, Richtung Rostock, dort in den Hafen. Dort werden wir die Fähre nehmen, die uns dann nach Richtung Trelleborg bringt. Ja, warum diese Route? Wieder altes Spiel, altes Leid. Ist natürlich die rentabelste Route, die wir haben. Auftrag, die wir nehmen konnten. Mit 53.818 Euro, die wir dafür bekommen. Müsste man jetzt durch die Kilometer rechnen, also rechnen wir jetzt knapp 1000 Kilometer da durch, da sind wir bei 53 Euro knapp pro Kilometer, ist schon die rentabelste. Natürlich, unsere Fracht sind natürlich nur 7 Tonnen und die entsprechen diesmal ein paar Autos. Sind zwar nicht gerade die neuesten, aber naja gut, es sollte erstmal genügen. Und ja, wie wir schon sehen, 7 Tonnen. Da werden wir relativ auch flott unterwegs sein. Also keine Probleme werden wir da bekommen, denke ich mal. Wenn wir bergauf fahren und so weiter, da war das alles nicht so. Hat das alles nicht so, alles klar. Da wird das nicht so schwer werden. Ich sehe eigentlich gerade gar nichts. Fahren wir einfach mal blind um die Kurve. Ansonsten tanken und so weiter müssen wir nicht, genauso wie da schlafen. Das sollten wir theoretisch bis nach Rostock schaffen, weil die Fähre, die zählt ja sozusagen als Schlafplatz auch mit. Und da haben wir dann etwas Ruhe. Hoffe ich jedenfalls. Ja, natürlich jetzt wieder sind wir wieder da. Endlich. Hat ja lang genug gedauert, eine ganze Woche, die ich eben die Videos wegfallen lassen habe. Grund war ja natürlich, habe ich ja gesagt, die Gamescom, da ich mich da auch ein bisschen vorbereiten wollte. Zwecks Sachen und so weiter, was man da alles einpacken muss, damit ich auch nichts vergesse. Hat schon gereicht. Dort der Trip dahin und zurück zu wieder war relativ richtig Bombe. Wir haben uns natürlich noch während der ganzen Fahrt hier unsere gelbe Flasche hingestellt, unseren gelben sozusagen. Diesmal trinkt man nichts aus dem Braun. Gibt es nur Fanta. Sollte reichen. Alkoholfrei. So wie wir eigentlich immer sind. Alkoholisiert LKW fahren oder wie auch immer. Sollte man nicht. Ja, natürlich, wenn dieses Video jetzt draußen ist, das ist ja dann, jetzt weiß ich nicht, Samstag oder Sonntag. Ist auch gut, ne? Also wahrscheinlich selber nicht mal, wenn ich meine eigenen Videos rausbringe. Durch die ganz lange Pause, ja, die eine Woche, die ist schon wieder für mich so lang gewesen, dass man da auch einiges vergessen kann. Auf jeden Fall, wenn dieses Video draußen ist, gibt es ja schon den Fernbus-Simulator. Oder meinen Fernbus Flixbus Simulator, kann man das eigentlich auch nennen.
der ist ja dann endlich draußen. Ich bin dann gespannt, wenn ich das natürlich habe, werde ich auch die auch Let's Plays dazu machen und die dann auch zur gegebenen Zeit rausbringen oder online stellen. Die Frage ist natürlich, vorher fange ich erst an, selber mal offline kurz zu spielen, damit ich so die Einstellung vorher analogischerweise erstmal machen kann mit Lenkrad, weil ich möchte das Spiel ungern mit Tastatur spielen. Wenn man Lenkrad hat, dann nutzt man auch das Lenkrad, und das ist ja versprochen, dass alle Lenkräder da kompatibel sein sollen. Ja, auf der Gamescom natürlich Fernbus Simulator gefunden, gleich 0. Keine Ahnung, wo der Stand war. Es waren so vielen Ständen gewesen, beziehungsweise nicht Ständen, in Hallen von der Gamescom. Da das ja so ein relatives Gedränge war, Menschenmassen, und das am Donnerstag, ist das relativ schwer gewesen, da überhaupt die Übersicht zu behalten. Also wenn man sich da dreimal im Kreis gedreht hat, im Stand reingegangen ist und dann irgendwo hinten oder rechts wieder raus, hat man schon die Übersicht verloren, wo man überhaupt reingegangen ist und ob man überhaupt schon in dieser Halle drin war. Ja, ansonsten habe ich ja dazu meinen Senf gegeben zur Gamescom 2016 in Köln. Könnt ihr euch angucken im Video. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch selber eure eigene Meinung bilden, die jedenfalls nicht dort waren, ob die da was verpasst haben oder nicht. Ansonsten schaut euch einfach an das Video und dann könnt ihr selber auch dazu mal schreiben, ihr wart dort gewesen, hört zu, ich fand das gar nicht mal so, wie du das sagst, oder keine Ahnung, oder vielleicht doch was Positives, was ich negativ fand. Könnt ihr alles gerne da in diesem Video mit reinschreiben oder auch hier in diesem Video. Stört mich jetzt nicht gerade, in welchem Video ihr das reinschreibt. Auf jeden Fall, das Feedback würde mich echt interessieren von der Gamescom her. Und natürlich von dem Fernbus-Simulator, der dann jetzt am Donnerstag rauskam, am 25. Ich hoffe, wenn ihr das Video seht, habe ich das Spiel auch. Zwecks null Vorbestellung. Also ich habe das jetzt nicht vorbestellt. Auch nicht bei Amazon, weil ich schon mal bei Amazon bestellt habe. Wenn man Vorbestellungen macht, dann möchte man auch erwarten können, dass man das Spiel am gleichen Tag bekommt. Und nicht irgendwann eine Woche später. Oder ja, irgendwann, wie auch immer. Es kam auf jeden Fall nicht den gleichen Tag. Es kam wieder auch nicht am nächsten Tag. Das Spiel, was ich damals vorbestellt hatte, somit war diese sogenannte Vorbestellung bei Amazon für den Arsch gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, nö, ich bestelle jetzt auch nichts mal bei Amazon, zumindest nichts vor, und kaufe mir das direkt im Laden den Tag. Ich hoffe bloß, es gibt den da auch. Aber bei uns, weiß ich nicht, dieser kleine Elektronikladen, der eine minimale Auswahl hat, würde ich bald behaupten, da wird es ein, zwei Stücken geben. Aber nicht mehr sozusagen. Ja, nebenbei trinke ich hier noch aus meiner gelben Pulle, also Fanta. Den gelben werden wir uns nicht gönnen, den gönnen wir uns nur zu Anlässen. Wenn überhaupt. Die ganze Zeit, wo wir hier fahren, muss ich irgendwie meine Mandeln frisch halten, sagen wir es mal so. So, wir müssen erst mal gucken, wo wir hin müssen. Berlin Zentrum, Magdeburg, Hamburg. Ich denke mal Berlin Zentrum. So nach rechts, wa? Denke ich mir jetzt mal. Okay, denke ich nicht. Hamburg nach Rostock, okay. Stand nämlich nicht da, stand erst dort da. Jetzt haben wir auch nicht geblinkt, ja. Wär mal nicht sterben. Die Leute auch nicht, hoffe ich mal. Mal die Rückansicht. Ja, jetzt konnte ich mit der Maus gar nicht die bewegen, weil ich nicht weiß, ob die Maus jetzt auf dem zweiten Bildschirm gerichtet ist. Und wenn ich das jetzt gemacht hätte, wäre die Maus
Beziehungsweise werden wir aus dem Spiel geflogen. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen gewartet, dass ich den Arsch des LKWs sehe. Und dann eben auch. Ah, die ist doch hier drin, okay. Dass man da die Rücklichter sehen von dem Anhänger. Damit ich dann auch nicht rausfliege aus dem Spiel. Also ich hatte das schon mal gehabt, mitten in der Aufnahme dann die Maus wollte ich eigentlich bewegen, beziehungsweise wegen was anderem gucken. Und ja, die war dann leider auf dem zweiten Bildschirm und dann hat das ganze Spiel sich damit aufgehangen. Und dann kann man die Aufnahme gleich noch einmal starten. Habe ich jetzt gerade auch nicht so gerade doll die Lust dazu, das gleich nochmal zu wiederholen. So, wir sind schon mittlerweile über 160, fast knappe 170 Kilometer gefahren. 917 circa zeigt er uns noch an. Dazu müssen wir noch den Seeweg abrechnen und dann sind wir auch, denke ich mal, an diesem Mittwoch, also im Spiel, an dieser angegebenen Zeit da. Natürlich wird das nur etwas später durch die sogenannte Fähre. Pausenzeit wird damit draufgerechnet und so weiter. Ja, was hat sich noch getan? ProMod, wie gesagt, 2.0 weiterhin. Es gibt keine, oder ich werde kein Update ziehen, weil die sich so wenig wie möglich daran verbessern werden. Diese sogenannten Updates darauf. So, ich tippe mal nach rechts, weil Rostock liegt da lang. Ansonsten, was hat sich noch geändert? Das Schnittprogramm auf jeden Fall. Ich habe ja die ganzen Zeiten immer mit den 2.14er bearbeitet. Jetzt ist eben der 2.16er mal dran, also 2 Jahre her, wo ich das letzte Mal ein neues Schnittprogramm gekauft habe. Von Magics. Ich werde jetzt hier auch keine Werbung machen für die Firma. Weil jeder nimmt ein unterschiedliches Programm, manche nehmen sogar eine Freeware-Version, da gibt's x-beliebige, zum Beispiel dieses Shortcut, habe ich auch mal probiert. Ist mir natürlich ein bisschen, ist natürlich auch wie jedes Byte, aber ist natürlich eben einiges, was da fehlen wird bei den Freeware-Versionen. Ja, und das hier 2.16er habe ich mir mehr oder weniger geholt, weil das auch im Angebot war. Ich hatte ja voriges Jahr bloß die 2000, vor 2 Jahren, die 2014er, die ganz simpelste Version. Die war damals ein Angebot für 29 Euro oder so. Jetzt das Magics Video Deluxe 2000 oder Video Deluxe 2016 Plus kostet ja normalerweise 79 oder 89, 99. Ich habe es mir für 59 geholt, plus noch einen Gutschein dazu, dann war das Spiel, hätte ich jetzt fast gesagt, das Ganze nur noch für 49 zu bekommen. Ja. Hat natürlich auch wieder ein paar Vorteile mehr, das Plus-Pack, als diese einfache Version. Gut, es gibt noch eine bessere Version, das wäre diese Premium-Edition. Kostet natürlich dann aber auch schlappe 119 Euro. Muss man dann eben selber entscheiden, ob man das dann möchte, sich sowas da zulegen für den Preis. Ansonsten ist man ja mit dem, sag jetzt einfach mal, mit dem ganz einfachen Version von 2016 oder 2015 oder 2014, je nachdem, was ihr da nutzt, relativ ganz gut bedient. Bei Apple ist es natürlich wieder ein ganz anderes Ding, da, wie gesagt, Magic, ja, was heißt wie gesagt, bei Magic zum Beispiel auf der Verpackung
zum Installieren habe ich ja mal drauf geguckt, ob man das auch nutzen könnte, weil MacBook, wenn ich das habe, hätte sein können, man kann da drauf ziehen, aber anscheinend nicht so. Das Betriebssystem ist noch nicht mal darauf enthalten. Deswegen möchte ich es auch gar nicht probieren, ob das gehen. Es würde vielleicht gehen oder muss nicht gehen. Keine Ahnung, weil Apple und dieses El Capitano Betriebssystem hat eine ganz andere, ist ein ganz anderes Betriebssystem wie Windows 10 logischerweise. Oder für den Mac. Also, es ist natürlich klar, dass da eben ganz andere Betriebssysteme drauf sind. Und ja, da gibt es natürlich dann so eine Varianten wie das Final Cut Pro. Das ist natürlich auch ein Videobearbeitungsprogramm, kostet aber schlappe 199 Euro. Und das ist mir dann natürlich doch zu viel, da, weil ich ja ganz ehrlich bin, ich werde auch nie oder zumindest nie oft auf dem MacBook von mir Videos schneiden. Dafür nehme ich dann lieber den PC als auf dem MacBook. Da ist mir das dann doch ein bisschen lieber und auch hier habe ich auch eine gute Version von Magix und da brauche ich nicht für ein, zwei Mal die oder vielleicht 10 Mal im Jahr, wo ich das auf dem MacBook machen werde, die Bearbeitung keine 200 Euro ausgeben. Lohnt sich ja gar nicht. Oder ist es nicht wert in dem Sinne. So, kommt da vorne jetzt wieder eine Abfahrt. Müssen wir gleich mal sehen. Ansonsten eigentlich nicht. Überseehafen zeigt geradeaus an, also sollten wir auch gleich da sein. Wir haben zum Spiel knapp 2 Uhr. Rechts Lübeck, Stettin. Was da jetzt noch stand, habe ich jetzt gar nicht gesehen alles, aber wir müssen eh geradeaus. Das ist gar nicht so schlimm. Rostock eh geradeaus und Stralsund stand da jetzt noch da. Lübeck, Rostock und irgendwas mit Süd. Ja, keine Ahnung, konnte ich jetzt nicht lesen. Rostock Ost und irgendwas anderes noch. Ah, so weit kann ich nicht lesen. Da macht meine Brille auch nicht mit. Da muss ich schon schielen in dem Sinne. Achso, der Überseehafen kommt da vorne. Wo wir ja hin müssen oder wollen. Die Abfahrt zumindest. Sehe gerade gar nichts. Ja, das seht ihr nicht, aber ich habe jetzt wieder eine Errungenschaft, Tourist. Wahrscheinlich, weil wir jetzt hier angekommen sind. Ja, und da vorne ist natürlich schon unser Schiffchen, wo wir rüber müssen, nach Trelleborg. So, Enter und dann geht es nach Trelleborg, nicht nach Getzer, wo auch immer das ist. 5 Stunden 35 brauchen wir für die Fahrt, okay, und 668 Euro kostet das. So, angekommen sind wir natürlich auch schon, wunderbar. Wie immer. Thank you.
Was machen die hier? Ringerei oder was? Ja, da ist natürlich uns erstmal einer schön reingefahren. Wenn ich jetzt eine Tastatur hinkriege. 0% Schaden, das ist immer gut. Also, an unseren Anhänger ist da nichts passiert. Vorne ist dann relativ, sag ich jetzt mal, egal. Bei 2% ist jetzt auch nicht gerade Schaden gewesen. Das war mehr oder weniger die Reifenabnutzung, die wir da haben. Oder Getriebe, wenn wir hier ein bisschen blöd schalten. Mehr Schaden kann man da sozusagen jetzt nicht haben durch diesen kleinen Anführungszeichen Kratzerchen, die man da hatten. Nach der Fähre natürlich gucken wir gerade auf den Kilometerstand von diesem Navigationssystem. Ja, haben wir nur noch 500, circa 500 Kilometer. Ist also auch nicht mehr allzu weit. Rechts von uns fährt gerade ein Zug, so ein kleiner. Sieht aus ja wie so ein Wurm. Aber stört uns auch nicht. Beziehungsweise stören wird er uns ja eh nie. Denn was uns natürlich auch noch auffällt, wenn wir mal gucken, der aktuelle Spritverbrauch, der liegt unter 23 Liter, auch nicht schlecht. Warum die hier so krauchen, keine Ahnung. Oh mein Guter, du musst eigentlich hier rüber. So, ich hoffe mal, die ziehen jetzt nicht einfach drauf, sonst klippe ich den hinten drin. Ja gut, wenn sie immer noch Gas geben, ist das positiv. Was der LKW-Fahrer hier neben mir macht, ist natürlich auch Bombe. Kommen wir auch nicht vorbei mit 80. Müssen wir mal langsam fahren. Fahr jetzt rüber, du Holzkopf. Müssen wir jetzt mal böse sein, mal schneller fahren, weil ich will an dem vorbei. So, Helsingborg, an dem fahren wir gerade vorbei, an der Stadt Helsingborg. Wir müssen ja Stockholm und da stand Stockholm, sollen wir rechts abbiegen. Werden wir dann auch tun müssen. Stockholm bitte rechts in Kristiansand. Da waren wir ja auch schon mal gewesen. Ja, war das gerade jetzt zum Beispiel ein Beschleunigungsstreifen, wo wir darauf gefahren sind? Wenn ja, war er relativ sehr kurz, ansonsten
Ist das generell so, dass der mal so kurz ist? Keine Ahnung. Theoretisch ist ja beim Beschleunigungsstreifen etwas länger, damit man da auch die Möglichkeit hat, Gas zu geben. Und nicht wie manche, die auf die Autobahn rauffahren und damit 50 auch auf die Autobahn rauffahren vom Beschleunigungsstreifen, ja. Und dann kommen die Autos mit 120 und noch schneller angeballert, ja, wenn man dann mal Pech hat. Klebt dann mal ein Auto hinten drin und es kann dann ein bisschen dumm enden, sowas. Also gibt's viele, die das machen, was ich auch nicht verstehe. Genauso, wenn sie abbiegen, wenn das nicht gerade eine extreme Kurve ist, dass die Leute da schon vorher bremsen bis 30 runter und dann, wenn sie noch um die Kurve fahren, noch mehr bremsen, dass das Auto bald um die Ecke tragen. Also das ist so manchmal sehr unverständlich, was die da für eine Fahrweise haben. Aber irgendwie möchte ich ja mal um die Kurve kommen, dann muss ich nicht bremsen. Wie zum Beispiel an einer Ausfahrt, wenn man das sieht, bremsen viele schon vorher auf der Autobahn und blinken. Das macht man ja theoretisch. Man blinkt, fährt auf den Ausfahrtstreifen und bremst dann runter, bevor man dann da vorne eben abbiegt. So ist eigentlich die Logik und nicht, dass man so auf der Autobahn die Autos auf 60, 50 runterbremsen muss. Nur weil man da jetzt abbiegen will. Ja, zur Gamescom nochmal. Die Reise an für sich war ja, ich sag mal, jeder, der das will, ein bisschen Geld sparen will, würde ich empfehlen, mal wirklich diese Fernbusse auszuprobieren. Es ist natürlich eine Wollensache oder eine Möchtensache, sag ich mal, ob das für jemanden komfortabel ist, da im Bus dahin zu reisen. Jedenfalls, wenn man nicht gerade viel umsteigen muss. Zum Beispiel von hier bis nach Düsseldorf, wo ich gefahren bin, musste ich ja kein einziges Mal umsteigen. Der ist ja komplett durchgefahren. Hat natürlich an fünf oder sechs Städten angehalten. Hat da zwischenzeitlich mal 10 Minuten bis 15 Minuten Pause gemacht. Konnte sich die Beine vertreten, eine Qualm oder was trinken, wie auch immer. Im Bus natürlich auch. Und ja, ist dann eben etwas länger in der Zeit unterwegs. Muss man natürlich mit einrechnen, auch beim Bus, dass da auch mal sein kann Stau und so weiter, dass dann natürlich sich die Reisezeit da plus mindestens von einer Stunde da verändern wird, es sei denn, ist natürlich so eine Strecke, wo nie viel Verkehr sein wird, gerade wo ich unterwegs war, die A2 war der reinste Horror, geschweige hin und zurück war immer das gleiche Leid dort, also man hatte da jedes Mal Stau und es war nicht sehr toll gewesen, da dann im Stau zu stehen und eine Stunde dann noch drauf zu bekommen. Ja, Gamescom und Postbus jetzt, also Postbus generell nochmal möchte ich mal was erzählen. Da ist ja uns, oder beziehungsweise dem Fahrer ja was Spannendes passiert, indem er von zum Beispiel eine dreispurige Autobahn war. Alter, der fährt auch weiter, dummes Dreckschwein. Und zwar hat der Fahrer von uns, von dem Postbus sozusagen, oder vom Bus her, eine LKW überholt auf einer dreispurigen Autobahn, also ganz normal und logisch. LKW fährt 80 oder 70, je nachdem, wie schnell die gerade möchten oder fahren wollen. Und der Bus ist ja auf beschränkte 100 km/h. Er hat natürlich den LKW überholt. Und ganz links dann sind natürlich immer die Autos vorbeigefahren, die dann eben schneller fahren wie 100, die dann 160, 200 oder wie auch immer, wie schnell die fahren. Da kam natürlich so eine nette Person vorbei, sagen wir es mal so, die hat gehupt, keine Ahnung warum, es war überall Platz. Die dritte Spur war komplett frei gewesen. Der hatte da bloß gehupt, ist am Bus vorbeigefahren mit Hupen. Busfahrer hat dann mal auch kurz gehupt, weil er auch meinte, ja, plemplem im Kopf, ne, und so weiter.
Ja, das Ultimative war ja dann, das Fahrzeug ist ja dann vor uns, sagen wir vielleicht mit 10 Meter Abstand oder weniger noch, eingeschert und dann auf die Klötzer gegangen. Ne? Also der Busfahrer hat da fast eine halbe Vollbremsung hinlegen müssen. Also jetzt nicht, dass die Räder blöckchen, aber man, wenn man da wirklich nicht angeschnallt gewesen wäre, hätte man jetzt beim Nachbarsitz geklebt mit dem Gesicht da drin oder in der Toilette irgendwo gegen Spiegel gedonnert, was auch immer da. Also das ist schon echt hart, was manche da machen, nur weil sie sich da angepisst fühlen, weil jetzt der Bus eben den LKW überholen muss. Und ja, ist halt eben so, wenn der LKW 80 fährt, der Bus 100, kann ja logischerweise nur der Bus den LKW überholen. Und wenn dann die dritte Spur frei ist, fragt man sich sowieso, warum man sich da aufregt, da fährt man mit dem Auto locker vorbei, auch wenn es nur eben man selber 120 nur fährt, kommt man da immer noch dreimal vorbei. Aber die Person da, keine Ahnung, die hatte da auch keine Rücksicht genommen auf irgendjemand. Die ist wirklich da vor uns reingeschert und hat den Bus mehr oder weniger ausgebremst. Würde ich jetzt mal sagen, behaupten, wäre der Busfahrer jetzt vielleicht doch ein bisschen gestresst gewesen, ermüdet oder so, weil weshalb auch immer, ne? Weil Busfahrer sind ja auch nicht gerade, die Ruhe in Person, die haben auch schon eine hohe Verantwortung für die Leute, die da hinten drin sitzen, genauso wie Taxifahrer oder ein Zugführer, wie auch immer, oder so ein Pilot. Ja, und wenn der dann eben nicht richtig ausgeschlafen wäre, bin ich jetzt mal der Meinung, der hätte den vor uns da hundertprozentig dann auch irgendwie mitgenommen. Was dann zum Glück eben nicht passiert ist, weil er sich das eventuell auch schon vielleicht gedacht hat. Sag ich mal, aber so eine Unvernunft an Leuten, die es dann gibt auf der Autobahn, weil sie dann denken, die müssen mit ihren Porsche, den getarnten Porsche da irgendwelche Nummern schieben, da rumhupen und einen Bus ausbremsen. Also wenn sowas mal in die Hose geht, also möchte ich dann gerne mal von denjenigen die Erklärung wissen, warum er das dann gemacht hat. Und wenn er natürlich dann auch ein Gewissen hat, wo keine Leute gestorben sind. Also das war schon echt die Harte, was da manche auf der Autobahn gemacht haben. Gut, man Fernbusfahrer sind natürlich auch nicht alle die perfekten, erfahren viele mit, sag ich mal, als wenn sie einen Viehtransport durch die Gegend kutschen. So fahren die dann auch, so kam ich mir dann vielleicht vor, obwohl der dann zurückgefahren ist. In den letzten 40 Kilometern, da ist er dann auf der Landstraße, es gab ja nur noch Landstraße bis zu uns, keine Autobahn mehr. Und der ist dann da wirklich mit, sag mal, in der 70er-Zone mit 100 durchgeballert. Und ja, war natürlich auch, denke ich mal, eher gestresst gewesen durch das ganze Fahrverhalten, so wie er da gefahren ist. Und sein Zeitdruck im Rücken, sag ich mal, war ja auch, der Busfahrer ja eben seine Vorschriften hat, sag ich mal, Anführungszeichen, indem man ja immer sagt, er soll pünktlich versuchen anzukommen und dann auch schnell wie möglich, aber sicher wie möglich. In dem Sinne aber, wenn natürlich das Navi das so ausrechnet, auf der Straße, auf einer Landstraße kann er 100 fahren, aber dann zum Beispiel Schüler nicht mitberechnet, wo 70 ist, wird der Bus nie und nimmer an der Station pünktlich ankommen. Und das ist dann eben immer für den Busfahrer schwierig, diese Zeit dann wieder irgendwo rauszuholen. Wir versuchen das dann eben auf Strecken dann, wo sie wissen, könnte kein Blitzer sein, und geben dann eben Gas, und dann wird dann auch mal ab und zu vergessen, dass man da hinten doch Passagiere befördert statt irgendwelche Schweine oder Kühe. Ja, aber das ist eigentlich das halbe Problem gewesen. Mich hat das eben bloß, oder fand ich bloß eher mehr Kopfschütteln, was die Person da auf der Autobahn da abgeliefert hatte. Gefilmt habe ich das leider nicht. Schade eigentlich. War schon eh die ganze Zeit am Überlegen, wo ich zurückgefahren bin. Nehmen wir da die Mitfahrt mal auf von dem Bus vorne. Hätte man das gesehen. Also ich möchte dann auch nicht die Person prangern oder so, indem ich sage, guckt euch diese Sau an, die das da gemacht hat. Aber sowas ist relativ mehr oder weniger Unvernunft. Wenn man da 50 bis 60 Leute da
in größte Mitleidenschaft zieht, nur weil man irgendwelche Hampeleien da mit seinen verkorksten Porsche da machen muss oder was auch immer das für ein Hobel war, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber irgendwelche Versuche machen muss, keine Ahnung, und dann auf King auf der Straße tun muss. Und dann am Ende so eine Aktion herausfordert, dass vielleicht der Bus, wenn es jetzt übel gewesen wäre, der Bus hätte sich so erschrocken, dass er das Lenkrad verzogen hätte. Der hätte von rechts hin, weiß ich nicht, den LKW mitgenommen und der LKW, weiß ich nicht, wo der uns hingeschliffen hätte. Und er hätte auch nach links ziehen können und über die Leitplanken ballern. Man weiß es ja nicht, oder hätte sich auch überschlagen können, oder, naja, nicht überschlagen, aber zur Seite kippen können. Aber so einer sinnlosen Aktion, die sind für mich einfach so was von unverständnisvoll, was da manche bringen. Und da regen sich dann viele immer auf, wenn man irgendwie welche Videos guckt mit LKW-Fahrer, die sich über Leute aufregen, da kann man dann auch mal denken, ja, ist klar. Die Leute, fragt man sich dann immer, wo haben die ihren Führerschein eigentlich her? Ich glaube dann eher mal beim Bäcker gewonnen oder irgendwo beim Fleischer. Keine Ahnung. Und das Lustige ist ja dann immer, in der Fahrschule fahren sie alle ordentlich, sobald sie dann ihr eigenes Auto haben, wird die wilde Sau rausgelassen. Aber egal. Das ist eigentlich jetzt hier nicht das Thema. Ich weiß, aber ich möchte euch ein bisschen was erzählen oder so noch, was mir jetzt noch so einfällt, was ich auch in dem Gamescom-Video, was ich ja auf meinem Kanal vergessen habe, vielleicht so zu sagen, was ich auch gar nicht dazu sagen wollte, weil es ja erstmal noch oder nur um die Gamescom ging und nicht um die Fahrt. Und da wir ja eh ein bisschen Zeit haben, wir haben ja immer noch über 150 Kilometer zu fahren, ist das hier eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, hier was ein bisschen zu erzählen, wie es dort so war, was und so, oder was mir so passiert ist, Gutes, Schlechtes. Hofft ja eigentlich immer Gutes, natürlich gibt es natürlich auch Schlechtes. Ist natürlich irgendwie nicht mehr vermeidbar. Pardon. Was ist das denn? Er fährt erst rechts und fährt er wieder links. Ist er behindert oder was? Tut mir ja leid, da habe ich den jetzt hinter mir ausgebremst, der jetzt hier vorbeikommt. Der Transporter. Ja, Transporter sind auch so eine Geschichte, also wie die manchmal auf Landstraßen fahren, geschweige immer auf Landstraßen, da denkt man auch, alles klar. Die fahren, wie nennt man diese Dinger? Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Na, wie hießen die Dinger? Ja, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Auf jeden Fall, die denken auch wahrscheinlich, die fahren irgendeinen Ferrari. Mit der Kiste und Brettern immer extrem, vor allem wenn es abends dunkel wird, sind dann wahrscheinlich die Bauarbeiter, keine Ahnung, oder wer auch immer, Fahrgemeinschaften, und die fahren da immer wie die wilden Schweine bei uns auf den Landstraßen. Das ist dann manchmal echt saugefährlich. Wenn man da nicht aufpasst, kann man dann auch schon mal schnell so einen Transporter übersehen, der von ganz hinten noch vermeidlich ist und man denkt, oh, den Vordermann können wir jetzt überholen. Dann ist der schon in dem Moment schon in der halben Haustür bei in der Fahrerseite drin. Ja, wir haben es immer noch 120 Kilometer bis nach Stockholm. Stockholm ist ja in Schweden. Soweit ich das auch weiß. Hier steht allerdings noch 199 und wir haben noch 119, also 80 Kilometer außerhalb wahrscheinlich. Werden wir diese Fracht dann abladen. Natürlich auch zum Liefertermin gerecht, hoffe ich mal. Mal gucken. In 5 Stunden haben wir unsere nächste Pause, also wir sind ohne Pause durchgefahren. Die Pause haben wir dann in der Fähre mit einberechnet gehabt. Und in einer Stunde 43 sollten wir da sein. Sprit liegt bald
unter 22 Liter auf den Kilometer, ist auch nicht schlecht. 22,1 wird sich aber eh noch ändern, wieder über 22 mindestens. Wenn wir in der Stadt sind oder anhalten müssen, Gas geben müssen und so weiter, dann wird sich das alles wieder ändern. Zum Beispiel jetzt gibt er ja auch Gas und dann fließen da angeblich 25 Liter auf den Kilometer rein und dann verändert er sich und so weiter. Knappe 70 Kilometer noch, na dann haben wir es geschafft, knappe 1000 Kilometer, die wir dann auch gefahren sind hier. Ohne den bösen Seeweg mitzuberechnen, waren das hier knapp 1020, was waren das, keine Ahnung. Hab ich schon wieder vergessen, aber ist auch egal, wir zählen ja nur unseren wirklichen Fahrweg, den wir haben, auf der Landstraße oder auf der Autobahn oder in der Stadt. Mehr Kilometer kommen ja nicht hinzu. Und wenn wir stehen auf der Fähre, bewegt sich ja auch das Rad logischerweise nicht. So, vor uns sind ein paar wunderschöne LKWs, ob die noch Sinn bringen oder ob das noch Sinn bringt, die überhaupt zu überholen. Ist auch wieder so eine Frage. Mal umschalten. Da vorne ist schon Rügen, da vorne ist schon Stockholm. Kommt eine schöne Stadt, an der wir vorbeifahren, die ich, mein Gott, gar nicht aussprechen kann. Södertälje, wie auch immer. Ja, den schwedisch aussprechen ist das ein bisschen schwer. So, unser Herr Bartosch hat mal was eingefallen. 10.000 ist gleichzeitig im Level aufgestiegen, das ist auch gut. Wir werden ja auch irgendwann mal, hoffe ich mal, ihre Level alle mal voll haben. Hoffe ich mal. Wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. So, wir müssen zum Glück immer geradeaus und dann zu abbiegen hier. Sehe ich nämlich gerade wieder nicht durch. Kann man ja wieder überall abbiegen. Salzkog. Okay, Salzkog oder Salzkog? Ja, Kog bestimmt nicht. Kog, wenn schon, denn schon. Salzkog. Der 70 sind wir hier fahren, okay. Dürfen wir auch wieder 80? Kann sich nicht entscheiden. Und da vorne dürfen wir dann sicherlich auch abfahren. Richtung Westega, was auch immer da stand. So, auf jeden Fall sind wir schon mal da. Der hier, wieso auch nicht, was er will. Schön.
ist ja doof, ey. Hier müssen wir rein. So, hier kann man auch relativ einfach einparken bzw. unsere Fracht abladen, ohne dass wir hier irgendwie tausende Schwenkversuche machen müssten. So, hier. So. Dann mal rückwärts. Da ein bisschen versuchen, wieder gerade uns hinzustellen. Ist gar nicht so einfach. Bisschen langsam eventuell. So, da sind wir angekommen. Wunderbar. In Stockholm mit unseren 7 Tonnen Autos. Noch abladen. Oder absatteln. Ja, wie gesagt, 905 Kilometer war wirklich der reine Fahrweg. Über 1000 waren es ja gewesen mit dem Seeweg dazu. Normale Fahrzeit hätte in der Wirklichkeit angeblich 17 Stunden und 34 Minuten gebraucht. Wir haben 200 Liter Kraftstoff verbraucht und insgesamt haben wir 53.818 Euro bekommen sowie 1718 Erfahrungspunkte. Ja, das war's erstmal von Euro Truck Simulator 2 mit der Promo 2.0 Map von Leipzig nach Stockholm. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich freuen. Ansonsten habt ihr unter dem Video die Möglichkeit, euer Feedback mir zu geben. Wünsche, Kritiken, Vorschläge, alles da rein. Und für alle, die neu zugeschaltet haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann sehen wir uns dann in einer Woche wieder zu Euro Truck Simulator 2 mit der Promo 2.0 Map. Ja, wenn ihr aber außerdem noch Lust habt oder nochmal gerne zurückblicken wollt, könnt ihr das Video hier unten rechts, was da eingeblendet wird, euch gerne nochmal angucken. Von Krajinski oder wie auch immer das Örtchen hieß nach Leipzig. Das war die Folge zuvor. Wenn ihr da draufklickt, eben wie gesagt, könnt ihr euch das nochmal angucken. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, in den verschiedensten Social Media Plattformen mich aufzusuchen. Unter anderem wie Facebook, Twitter, Twitch und auf der Homepage selber. Und wenn ihr natürlich das alles wollt oder was heißt alles auf einen oder dem anderen mal gerne vorbeischaut, würde ich mich freuen, wenn ihr dort mal ein Like da lässt oder mich vielleicht auch dort, mir auch dort folgt, wie zum Beispiel auf Facebook. Da kommen ja auch immer aktuell die Nachrichten, wie es jetzt mit dem Video steht von dem Spiel und dem Spiel. Schreibe ich eigentlich alles immer mit da rein. Ja, dann war's das von Euro Truck Simulator 2. Ich wünsche euch noch einen schönen